Ich will Sie nicht länger stören. So, bin auch mal ganz, ganz kurz weg. Gleich wieder da. Nicht weglaufen. So, da bin ich wieder zurück. Mal eben ein bisschen Eis für meine linke Hand geholt. So. Ah, sehr schön. Wird die erstmal wieder ein bisschen runtergekühlt. Gut, machen wir weiter. Ja, gehen wir mal hier raus. Und dann müssen wir jetzt mal schauen. Da ist der Postbote jetzt ja auch endlich angekommen. Kann ja nicht ewig so weitergehen hier. Briefkasten. Er ist leer. Was? Okay, dann gehen wir jetzt halt einfach in die Stadt. Ach, sieh einer an. Jetzt auf einmal können wir doch in die Stadt gehen. Es fehlte echt dieses Scheißobjekt. Gut, da marschieren wir natürlich direkt hin. Ich freue mich, diesen Ort wiederzusehen. William war oft mit mir hier, als ich ein kleiner Junge war. Tja, es ist schon so lange her, aber es kommt mir vor, als wäre es erst gestern gewesen. Wie viele Jahre war ich fort? 12, hattest du zumindest behauptet. Aber ob das wirklich 12 waren, wer weiß es schon. Willow Creek. Seit ewigen Zeiten heißt dieses Dorf so. Das ist ja unfassbar. So, was haben wir denn? Haben wir hier noch eine Weide? Sie muss Jahrhunderte alt sein. Sie sieht nicht aus, als würde sie noch lange überdauern. Ach, wie kommst du denn da drauf? Das sieht doch aus wie die pure Frische. Kann man hier noch irgendwas machen? Nee, scheinbar nicht. Eine Treppe, die ins Wasser führt. Treppe zum Wasser. Es wäre leichter, die Brücke zu benutzen, um den Fluss zu überqueren. Die Stufen der Treppe sind feucht und glitschig. Schön glitschig, glitschig. Eine Kiste im Wasser. Darin schwimmt eine Menge Schmutz. Aber die Kiste... Wer das wohl ins Wasser geworfen hat? Ja, wer weiß das denn schon, aber... Hallo, da ist eine Kiste drin. Das könnte wertvoll sein. Eine Tür. Es ist abgeschlossen. Oh nein, komm nicht mit so einer Scheiße. Ich weiß nicht, wer dort lebt. Warum nicht? Du kennst doch hier jeden. Gut. Einmal zum Pub. Was gibt's denn hier auf der Moment. Ein Behälter. Leer. Was? Und der Speiseplan? Die Tageskarte. Sahne geschnetzeltes vom Reh. Wildschweinschulter nach Wildhüterart. Harrys Frau war schon immer eine gute Köchin. Vielleicht esse ich später etwas. Noch habe ich keinen Hunger. Warum nicht? Wie oft habe ich diesen Schriftzug wohl gesehen? Ich bin mir nicht sicher. Tja. Okay. Saubere Tücher aus der Küche, vermutlich. Bloß Wäsche. Ja. Gut. Haben wir hier etwas? Wir werden jetzt alles ganz genau
durchforsten. Nicht, dass wir Dreckiges wieder irgendwas... Wasser steht bis zum Rand. Vielleicht benutzt es Harry, um Regenwasser aufzufangen. Das ist gut möglich. Es müsste mal ausgeleert werden. Kann man machen. Muss man aber nicht. So, was haben wir denn hier noch? Wir haben einen... Kommt man noch weiter? Ja, da wird noch ein Weg angezeigt. Noch mehr Fässer. Die Deckel sind alle fest verschlossen. Sie sind auf jeden Fall noch voller Bier. Auf jeden Fall. Und die stehen einfach so draußen rum. Der schwarze Bison. Harrys eigene Produktion. Mhm. Okay. KDM. Spediteur. Er wird wahrscheinlich benutzt, um Bierfässer zu transportieren. Ja, das ist gut möglich. Mit dem Ball sollte er aufpassen. Mit dem Ball sollte er aufpassen. Na gut, reden wir mal diesen kleinen Bengel hier an. Was geht ab? Hey, Bengel. Hallo, wie heißt du? Sag ich nicht. Ich darf nicht mit Fremden reden. Meine Mama hat es mir verboten. Verrätst du mir denn deinen Namen, wenn ich dir meinen sage? Nein, ich kenne dich nicht. Hast du Bonbons dabei? Vielleicht Schokolade? Ja, hab ich. Willst du ein Bonbon? Klar, gerne. Sind es Schokobonbons? Ich weiß es nicht genau. Ich heiße Samuel Gordon. Sagst du mir auch, wie du heißt? Ja, warum nicht? Ich heiße Vic. Weißt du, ob es hier irgendeine Neuigkeit gibt? Ich war schon lange nicht mehr hier. Eigentlich nicht. Hier ist nie viel los. Dieses Dorf ist furchtbar langweilig, weißt du? Ich verstehe. Kann ich jetzt wieder spielen gehen? Natürlich. Pass auf die Fenster auf. Ja, keine Sorge. Ja, aber bevor du einfach anfängst zu spielen, ich hab hier ein Foto. Das ist dein Vater. Vic, hast du schon mal den Mann auf diesem Foto gesehen? Zeig her. Nein, ich glaub nicht. An den hätte ich mich bestimmt erinnert. Er sieht ziemlich doof aus. Warum suchst du ihn, Samuel? Bist du mit ihm verwandt? Pass bloß auf, was du sagst. Hey, war doch nur ein Spaß. Aber Spaß kann ganz schön schnell ernst werden, Jungchen. So. Ich habe keine Frage an ihn. Na gut, dann gehen wir erstmal ins Inn. Ab in den Pub. Auch hier. Ein Werbeplakat. Schauen wir uns natürlich alles an. Harry sammelt solche alten Plakate. Okay. So, was... Irgendetwas... Wieder schauen, gibt es noch irgendwelche Hintertüren? Nein, es gibt nur diesen einen Eingang. Es gibt noch nicht mal eine Toilette. Und das in einem Pub. Sehr, sehr tödlich. Können wir hier noch irgendetwas anklicken? Hier scheint nichts zu sein. Hier ist allgemein sehr wenig. Reden wir erstmal mit Tom. Hey, Tom. Hallo. Hallo. Was bist du denn? Sagen Sie, gibt's irgendwelche Neuigkeiten im Dorf? Hier? Nein. Ehrlich gesagt, ich kann mich gar nicht erinnern, wann es hier Neuigkeiten gegeben hat. In Willow Creek ändert sich nie etwas. Okay. Auf dem Weg hierher sah ich einen Angler. Kennen Sie ihn? Der alte Jim. Natürlich kenne ich ihn. Er ist mein Onkel, mütterlicherseits. Sitzt er immer da mit der Angelrute? Er scheint den ganzen Tag da zu sitzen. Oh ja. Er ist der geduldigste Mensch, den ich kenne. Er sitzt stundenlang auf diesem Steg. Ich würde es nicht eine Stunde aushalten. Okay, was ist mit dir so, Tom? Wie lange sitzen Sie schon da? Ein paar Stunden, schätze ich. Warum wollen Sie das wissen? Das ist nur meine Art, Hallo zu sagen. Oh, okay. Ich sitze seit 2 oder 3 Stunden hier. Ich habe heute nichts zu tun. Warum setzen Sie sich nicht dazu? Nein, danke. Vielleicht ein anderes Mal. Hallo, Sir. Wollen Sie sich dazu setzen? Nein, ich kann wirklich nicht. Vielleicht ein anderes Mal. Kein Problem. Ich bin es gewohnt, allein zu trinken. Dann bis später. Bis dann. Mann, Sam, ey, du Nase. Ich hätte dir ein Bier ausgegeben. Na gut. Ab zu Harry. Guten Morgen.
Hallo, Sir. Sagen Sie mal, gibt's irgendwas Neues? Ich war schon lange nicht mehr hier. Was können Sie mir über das Schloss erzählen? Tja, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, aber eigentlich gibt es nicht viel Neues. Moment mal, Sie kommen mir bekannt vor. Kenne ich Sie vielleicht vom Weihnachtsfest? Nein, ich glaube nicht. Aber ich kenne Sie. Ich kann mir Gesichter nämlich gut merken, wissen Sie? Oder vielleicht vom Erntedankfest? War es da? Hören Sie, ich... Ja, ich weiß. Wahrscheinlich haben Sie noch eine Zeche bei mir offen und wollen nicht, dass ich Sie erkenne, was? Ich habe keine Schulden bei Ihnen, Harry. Sagten Sie Harry? Tom, dieser junge Mann hier nennt mich Harry, behauptet aber, mich nicht zu kennen. Lassen Sie sich nicht auf den Arm nehmen, Sir. Das versucht er bei jedem Fremden, seit ich denken kann. Ich habe nur... Ist es ein Problem, mir die Schulden zu zahlen? Es wäre keins, wenn diese Schulden nicht erfunden wären. Ach, ausgerechnet du sagst das. Soll ich dir deine Zeche für den letzten Monat zeigen? Schon gut. Immer mit der Ruhe. Ich habe diesen jungen Kerl hier nur verteidigt, weil er ein Fremder ist und deine Tricks nicht kennt. Okay, mir reicht's. Noch ein Wort von dir und du bekommst nicht mal mehr ein Wasser auf Pump. Und ich will dir was sagen. Du bekommst nichts mehr von mir, bis du deine ausstehenden Schulden bezahlt hast. Ach komm, Harry. Sei doch nicht so. Hören Sie, wenn Sie mich ausreden lassen, sage ich Ihnen, wer ich bin. Klingt gut. Ich höre. Ich bin Samuel Gordon, der Sohn Randall Gordons vom Schloss Black Mirror. Warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Ich habe es versucht, aber ich kam gar nicht zu Wort. Okay. Nun, das ist aber eine nette Überraschung. Ein Gordon ist hier immer willkommen. Also, was darf ich Ihnen anbieten? Heute steht Wildbret auf der Speisekarte, zusammen mit einem kühlen Bier. Nein, danke. Vielleicht später. Ich würde aber gerne ein paar Fragen stellen. Aber sicher. Okay, erstmal über Black Mirror. Harry, was gibt's Neues im Dorf? Dinge passieren, aber viel Neues gibt's nicht. Wie soll ich das verstehen? Naja, ich höre eine Menge Tratsch, aber nichts, was der Rede wert wäre. Wissen Sie, hier kennt jeder jeden, also gibt es nichts Interessantes. Vielleicht wird sich das jetzt ändern. Ja, wenn, dann sage ich Ihnen Bescheid. Ja, und über diesen schönen, ominösen Pub. Harry, bis wann haben Sie geöffnet? Tja, kommt drauf an. Normalerweise bis ziemlich spät am Abend. Sehen Sie, ich schlafe nicht viel und wenn ich nicht beschäftigt bin, langweile ich mich schnell. Aber am späten Abend ist hier nicht viel los, oder? Für gewöhnlich spiele ich Karten mit Tom hier. Oder ich spiele Schach gegen mich selbst. Oh, Sie spielen Schach? Ich würde sagen, ich habe durch diese langen Abende gelernt, gut zu spielen. Dann sollten wir irgendwann gegeneinander spielen. Gern. Okay. Ich erinnere mich, dass William mit mir herkam. Ja, das weiß ich auch noch. Er war ein guter Pokerspieler, wissen Sie. Hatte unglaubliches Glück bei den Karten. Er hat uns oft richtig abgezockt, aber danach alles zurückgegeben. Ja, er war ein netter Kerl. Es war richtig schade, dass er irgendwann nicht mehr gekommen ist. Warum kam er nicht mehr? Wer weiß. Wir haben uns alle gut verstanden, aber seit einem halben Jahr hat er sich nicht einmal blicken lassen. Naja, es ist schon eine Entfernung. Und in seinem Alter... Nee, ich würde nicht sagen, dass das der Grund war. William war ein zäher alter Herr. Aber ich sage Ihnen eines. Ich habe gehört, dass er das Schloss gar nicht mehr verlassen hat. Und sich nur noch im alten Turm eingeschlossen und in alten Büchern gelesen hat. Wo haben Sie das gehört? Ich bin Wirt, was erwarten Sie? Was haben Sie sonst noch gehört? Nichts. Aber vielleicht weiß Mark etwas. Er hat früher in den Schlossgärten ausgeholfen. Wo finde ich ihn? Normalerweise wäre er bis jetzt gekommen, also schaut er heute wahrscheinlich nicht mehr rein. Macht nichts. Ich frage ihn ein anderes Mal. Als ob William etwas zu verheimlichen gehabt hätte. Ich muss mehr erfahren über die letzten Monate seines Lebens. Ja, das ist schon sehr, sehr merkwürdig. Gibt's was Neues, Harry? Ah, erst mal das Glas putzen. Nichts Besonderes. Ich komme später wieder. Bis dann, Mr. Gordon. Okay, bis dann. Gut, gehen wir mal wieder hinaus. Weg.